Hallo zusammen und grüße euch alle miteinander. Herzlich willkommen bei Hör mich red. Heute gibt es wieder einmal ein Indoor-Video. Draußen ist es kalt, es ist Winter. Nicht, dass ich im Winter nicht grillen will, aber ich mache heute mal wieder mal Gebäck. Und zwar ein Traditionsgebäck bei uns in Wien. Salzstangerl, sprich Salzstangerl, sagt man bei uns. Wie die gemacht werden, wenn ihr das wissen wollt, dann bleibt dran, das seht ihr jetzt. Jetzt alles für unsere Salzstangerl. Wir nehmen uns da mal 220 ml handwarmes Wasser, so um die 29-30 Grad. Geben wir da 1,5 Teelöffel Zucker rein und da haben wir eine Hefe, die werden wir da reingeben, einen halben Würfel. Geht oder eine Packung Trockenhefe geht natürlich auch. Ich arbeite mit der frischen lieber. Einfach hier rein. Und dann werden wir mal ordentlich umrühren. So. Löffeln und ordentlich durchmischen. Und die lassen wir jetzt einmal so ca. 10 Minuten, das sieht man dann, wenn ich zum Arbeiten anfange, macht die so Blasen. Dann kann man es weiter verarbeiten. Aber das ist immer der erste Schritt. Dann gibt man die anderen Zutaten zusammen. Und dann kann es weitergehen. Gut, die lassen wir jetzt einmal in Ruhe. So, dann da haben wir 500 Gramm Weizenmehl, Typ 700, in Deutschland 55. Gehen wir da dazu, auch so 1,5 Teelöffel Salz. Dann haben wir da 20 Gramm Butter mit 60 ml Milch, die wir in der Mikro für 20 Sekunden ein bisschen erwärmt. Kommen auch dazu. Und dann haben wir noch eine Zutat, und zwar ist das Gerstenbackmalz. Bekommt ihr beim größten Online-Versand, ich verlinke euch nachher dann das. Das brauchen wir, damit die schön knusprig werden. Ja, Kümmel und Salz, das kommt nachher dann später drauf, die brauchen wir momentan noch nicht. So, jetzt warten wir, bis unsere Hefe zum Arbeiten anfängt, und dann kann man zum Rühren schon anfangen. Ja, die Hefe hat zu arbeiten begonnen, ca. 10 Minuten her. Wir werden jetzt langsam beginnen zum Rühren, sprich auf niedriger Stufe. Wir werden die da Schritt für Schritt reingeben. Ja, hat sich wunderbar aufgelöst. Das ist wichtig, das lassen wir jetzt so 2 Minuten, bis sich alles schön vermengt hat, und dann tun wir erst auf eine höhere Stufe stehen. So, noch 1,5-2 Minuten. Haben sie alles schön wunderbar vermengt, und jetzt kann man höher drehen, aber nicht zu viel. Den lassen wir jetzt 6-7 Minuten noch kneten, und dann kann man gehen lassen. Ja, die 7 Minuten sind um, und jetzt haben wir unser Teig ist fertig. Schauen wir es uns mal an. Jawohl, wunderschön geschmeidig. Klebt leicht, so wie es sein soll. Wir werden den jetzt ein bisschen durchkneten. Und werden einmal schauen, wir nehmen sie da so ein. Der sich so schön ausziehen lässt. Und nicht reißt, dann ist er fertig. Gut, den werden wir jetzt einmal abdecken. Und 20 Minuten gehen lassen, und dann werden wir weiter verarbeiten. Ihr habt richtig gehört, 20 Minuten, nicht eine Stunde. Das reicht so. Ja, der Teig ist wunderbar aufgegangen. Es war eine gute halbe Stunde, weil ich dazwischen was anderes gemacht habe. Den holen wir jetzt raus da. So, da haben wir noch ein bisschen durchkneten. Ach, er schaut schön weich, ein bisschen leicht klebrig, genauso wie er gehört. Dann werden wir jetzt so eine Wurst machen. Und werden da ca. so 80 Gramm schwere Scheibchen darunter schneiden. Ich werde mir da jetzt einmal ein Stück auf die Seite geben. Also, weil da, geht schon für die nächste Folge, ein bisschen schleifen. Gibt's, den kann man natürlich für Pizza auch nehmen. Ne? Da gibt es nämlich eine Pizza am OFB. So, die kommt in eine. Einfach in einer Plastiktüte, wir sind ja ein Plastiksack, wie man bei uns sagt, im Kühlschrank. Haltet ein paar Tage, überhaupt kein Problem.
gut ist. Wir werden sie da jetzt so Stückchen runterschneiden und einmal abwägen. Das ist sicher zu wenig. Also 98 ein bisschen zu viel. Ich meine, so genau ist ja nicht. Aber ungefähr soll es gleich sein. So, ja, die passt. Ja. Dann geben wir einen Klicks drauf. So, diese einfach nur. Und dann schön schleifen. Und das Kugel einfach herlegen und das lassen wir dann noch einmal 30 Minuten gehen oder 25, wie es halt schön aufgegangen ist. Zack, und das nächste. Machen wir mit den anderen auch, dann hole ich euch wieder. Ja, unsere Kügelchen sind fertig geformt. Normal gehen da ca. 10 raus, jetzt haben wir das für die Pizza weggeben. Und da probieren wir, das ist ja ein Weißbrot-Universalteig. Ein Baguette, natürlich individuell, nicht so schön. Aber das schaut nach mir aus, nein, wird schon passen. Das decken wir jetzt ab und lassen wir noch einmal 20 Minuten gehen und dann werden wir unsere Salzstangerl machen. So, wunderbar aufgegangen. Gut, nehmen wir mal dahergehen. Ein bisschen Mehl. Haha, haben wir was vergessen. Nudelholz brauchen wir auch zum Ausrollen. So, nehmen wir sie mal her, da so ein Feigling. Und den räumen wir da so länglich aus. Damit wir das Stangerl dann schön einrollen können. Ne? Ja. Ein bisschen wie so ein Dreieck. So. Jetzt nimmt man das dann so. Und zieht das ein bisschen. Und rollt das dann ein. Und das werden wir dann da ein bisschen so zusammendrücken, damit das nicht aufgeht. Und das Ganze nehmen. Und in die Länge ziehen. Damit es in der Mitte dick bleibt. Und unser Stangerl ist fertig und kommt darauf. So, dann nehmen wir unser Baguette. Ich werde noch ein paar Schnitterl reinmachen. Ich hoffe, das geht mit der Teigkarte. Dann muss ich mein Messer holen. Ja, schauen wir dann. So, das kommt darauf. Das ist nur eine Probe, weil den Teig kann man eigentlich für alles nehmen. Und das nächste. Und einfach ausrollen. Heute mein Indoor-Video wieder. Außen ist kalt. So, dann einmal zusammenrollen, ja, nehmen, und schön verschließen und auseinanderziehen. Das werde ich jetzt mit den anderen auch machen, dann kommt es in den Ofen. Aber zuerst müssen wir noch was Salz drauf geben und wichtig einsprühen, dass es schön feucht ist. Der Ofen heizt bereits vor, 210 Grad Umluft und unter ist steht eine Wasserschale, damit das ein bisschen Luftfeuchte drin ist. So, ich mache die noch schnell, dann hole ich wieder. Das letzte nochmal zum Mitschreiben, einfach hergehen, dann nehmen, anziehen und aufrollen. So, verschließen, das steht heute, auseinanderziehen. Und das war es schon. So, wir nehmen uns das Brot, ja?
werden wir da jetzt da einsprühen. Ja. Das Baguette, das lassen wir schon so. Und da kommt jetzt da grobes Meersalz mit einem Kümmel gemischt. Werden wir dann da ein bisschen so draufstreuen. So in die Mitte. Wer es mag, kann es natürlich ganz auch. Und das Ganze kommt dann ab in den Ofen. Beim Baguette geben wir nichts drauf. Wie gesagt, 210 Grad Umluft, wandern die jetzt rein. Da circa 12 bis 15 Minuten muss man schauen. Jeder Ofen ist anders. So eine schöne Farbe bekommen. Und dann schauen wir, was daraus geworden ist. Bis dann. Leute, so schaut das aus. Gell? Nach 15 Minuten wunderbar schön braun unsere Salzstangen und hinten das Baguette. Jetzt lassen wir es ein bisschen auskühlen und dann werden wir es gleich verkosten. Da sind unsere Salzstangen. Wunderbar sind die geworden. Knusprig, werden wir mal einen ins eine beißen. Gell? Schön resch. Wunderbar fluffig. Und dazu am Wiener Traditionskäse einen Liptauer. Ist so auf die Art wie in München der Obatze, nur dass er mit Topfen und Butter gemacht wird. Passt da wunderbar dazu. Zu so einem Salzstangerl. Muss nicht immer Wurst oder Fleisch sein oder Schinken oder Speck. So ein guter Aufstrich tut es auch einmal. Das mit geräucherten Paprikapulver. Ich sag's euch, der Hammer. Den gibt es übrigens morgen als Bonusfolge, damit ihr wisst, wie der gemacht wird. Rührt ihn aus, ihr werdet begeistert sein. Ja, und wie gesagt, die Salzstangen sind nicht schwer zu machen. Einfach der Hit. Ja, ich würde sagen, das war's für heute wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar oder abonniert einfach meinen Kanal, dann versäumt ihr keine Folge mehr von Hörbegrät. Ich sage euch nur mehr, tschüss, Papa, bis zum nächsten Mal.